Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe heute die Geschenke von meiner kleinen Tochter für euch. Sie ist jetzt vor kurzem ein Jahr alt geworden. Gestern haben wir gefeiert und ich wollte die Geschenke gerade wegräumen. Dachte mir dann aber, ich kann sie ja nochmal schnell für euch abdrehen und wünsche euch jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Ja, genau, wir haben also nachgefeiert mit unserer kleinen Maus und von uns hat sie ein Steigi bekommen. Das ist so ein Trapez, so ein Dreieck, wo sie so ein bisschen klettern kann. Auf der einen Seite ist da noch eine Tafel, wo sie drauf malen kann mit Kreide. Und gleichzeitig kann man das noch umbauen als Höhle. Also hat ganz, ganz viele Möglichkeiten, den Steigi zu benutzen. Und das hat sie von uns bekommen, von mir und Felix. Und dann hat sie noch von meinen Eltern eine Schaukel für draußen bekommen. Die haben wir jetzt leider noch nicht aufgebaut, aber die zeige ich euch dann, sobald sie hängt und beziehungsweise steht. Dann gab es dazu noch einmal diese Netzschaukel hier. Da habe ich gedacht, das ist eine ganz coole Idee. Und weil die Kleine das auf dem Spielplatz total gern mag, habe ich gedacht, das passt doch ganz gut, wenn wir sowas auch im Garten haben. Und dann hat meine kleine Maus eben von ihr Oma und Opa die Schaukel für draußen bekommen, eine Babyschaukel und eben nochmal hier diese Netzschaukel. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Ich habe hier ganz viele Sachen stehen und würde dann einfach mal der Reihe nach weitermachen. Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Riesenberg an Klamotten an. Da war meine Schwester nämlich sehr aktiv. Und zwar einmal diese Hose hier. Dann nochmal diese Hose hier. Dann gab es noch ein Höschen und zwar diese hier. Die ist auch so schön. Ich mag den Stoff total gern. Dann so eine Jacke. Die finde ich auch richtig schön vom Design her. Und dann gab es von meiner Schwester noch diese Jacke hier. Und ich liebe ja diese gestrickten Sachen. Die hat hier oben auch so Öhrchen drin. Richtig süß und ja, ich liebe echt solche gestrickten Sachen. Dann gab es von Lias Großtante einmal zwei Bodies. Die sind auch richtig süß. Und zwar einmal so in Grau mit Küstenkind drauf. Passt, weil wir sind ja voll die Nordsee-Urlauber und das passt einfach perfekt. Und dann gab es in dem Set noch diesen hier, auch mit Küstenkind drauf. Und ich finde die so schön und ja. Obwohl wir jetzt wegen dem Coronavirus ja nicht in den Urlaub fahren können, würde sie trotzdem irgendwann in Büsum anhaben. Ja, und dann gab es letztes Kleidungsstück von einem Freund von Felix und auch so, ja, so ein bisschen Onkel von Lia. Einmal ein Kleidchen und zwar von Nike. Und oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Das ist so unglaublich süß. Also ein kleines Kleidchen. Hinten hat es hier so einen Reißverschluss und das ist so ein richtig toller Stoff. Also ich bin echt mega begeistert, als ich das gesehen habe. Und dazu dann auch passend so ein kleines Windelhöschen hier, auch von Nike. Ja, richtig toll. Wusste ich auch echt nicht, dass es sowas gibt und bin da auch echt total begeistert. Das ist nicht süß? Ja, das war's jetzt mit den Klamotten. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Geschenken von Lias Patentante. Lias Patentante hat uns einmal Schuhe gekauft und zwar richtig, richtig süße Schuhchen. Die sind noch ein bisschen zu groß, in Größe 24. Lia trägt jetzt Größe 22, also allzu lang dauert es auch nicht mehr. Aber einmal diese hier von Puma gab es. Richtig cool, oder? Richtig stylisch und Lia hat die gestern ausgepackt und sie hat das so abgefeiert. Ich glaube, das wird so ein richtiger Schuhfanatiker, unsere kleine Maus. Genau, da gab es eben einmal die von Puma. Und dann gab es noch einmal welche von Nike. Und zwar diese hier. So sehen die aus und das ist so lustig. Mein Bruder hat genau die gleichen in Blau. Das heißt, die Kleinen können da bald in Partnerlook laufen. Auch richtig süß, auch die in Größe 24. Auch von Lias Patentante. Ebenfalls von Lias Patentante gab es dieses tolle Bild hier. Und zwar zeigt das Lias Sternenbild am Tag ihrer Geburt. Also genau so standen die Sterne an Lias Geburt. Finde ich richtig schön.
und eine total tolle Idee. Hier unten stehen eben noch Lias Daten drauf. Und ja, ist einfach was ganz Besonderes, finde ich. Und das kommt auch in Lias Zimmer. So, dann sind wir auch schon fast durch. Dann kommt noch das Geschenk von der anderen Oma und Opa, von der anderen Seite, von Felix' Seite. Da gab es einmal diese Kugelbahn hier von Hava, die Kullabü. Genau, das ist hier so eine kleine Kugelbahn. Wir haben die jetzt schon aufgebaut, deswegen kann ich euch das nur hier zeigen. Und genau, da sind eben zwei Bälle dabei. Der blaue, da ist noch eine Glocke drin. Das klingelt so die ganze Zeit. Das findet Lia total toll. Und hier auf dieser Bahn sind auch nochmal so zwei Glocken, wo dann die Kugeln so durchfahren. Das findet Lia mega. Und diese Kullabü kann man auch noch richtig doll erweitern. Also gibt es ganz viele verschiedene Sets, wie man die eben erweitern kann. Das haben wir auf jeden Fall vor, weil Lia findet das mega. Und es ist so süß. Ihr müsst mir auf Instagram unbedingt folgen, weil da habe ich gestern ein Video gepostet, wo sie hiermit gespielt hat. Und sie hat einfach direkt die Kugeln hingelegt und einmal richtig Anschubs gegeben. Also es ist so süß. Also das schafft sie schon richtig toll. Und macht sie schon richtig, richtig gut. Ja, und dann ist Lia ja ein ganz großer Fan von diesen bekannten Tutut-Flitzern. Und da gab es dann von meiner großen Schwester noch einen Tutut-Flitzer. Und zwar die Daisy. Und die macht... Ja, schnell wieder aus. Das Ding nervt nämlich höllisch. Aber Lia findet es unglaublich toll. Ja, und das ist jetzt ihr vierter Tutut-Flitzer. Und sie liebt diese Teile. Also sie spielt damit immer und überall. So, dann machen wir auch schon mit dem vorletzten weiter. Und zwar von Lias Großtante. Auch genauso wie die Bodies. Ich habe ihr gesagt, weil sie mich gefragt hat, was könnte man denn schenken, habe ich ihr gesagt, hey, ich habe so richtig schöne Holztiere gesehen. Die haben wir mal auf einem Adventsmarkt gesehen damals. Und ich wollte die unbedingt haben für Lia. Aber Lia war zu dem Zeitpunkt noch zu klein. Und sie hat sie aber trotzdem total toll gefunden und sie liebt auch so alles, was mit Tieren zu tun hat. Und wir haben auch so eine kleine Arche Noah mit so kleinen Holztieren, das findet sie mega toll. Und deswegen habe ich ihr eine Seite geschickt, wo es eben diese Holztiere auch gibt. Und da hat sie tatsächlich vier Stück gekauft. Einmal diese Kuh hier. Das sind halt so richtige schöne Holztiere. Und dann gab es noch den Esel, das ist ihr Liebling. Also den trägt sie jetzt überall mit dabei und gestern Abend ist sie einfach eiskalt mit dem im Arm eingeschlafen. So niedlich. Ja, einmal den Esel. Dann gab es noch ein Schweinchen. Auch so richtig süß mit Ringelschwanz hier hinten. Und dann gab es zum Schluss noch einen Eisbären. Kommen wir tatsächlich zum letzten Geschenk und zwar kommt das von der Uroma, von Felix, seiner Oma. Und zwar hat Lia draußen schon eine Sandkiste stehen, die hat sie noch ja, vererbt bekommen sozusagen. Da drin habe ich schon als Kind gespielt und genau, die wurde jetzt einfach draußen wieder aufgebaut. Und deswegen gab es hier einmal so ein Wasserspiel, also hier oben kann man eben Wasser reinmachen, dann dreht sich das hier und hier, ja, je nachdem wie das Wasser halt fällt, fällt es hier oder hier lang. Und ja, das findet Lia mega. Sie spielt immer hier so dran. Und ich bin echt gespannt, wie sie denn draußen da im Sandkasten mitspielt. Dann passend dazu gab es noch einen Eimer. Ein Eimer, ein Sieb und Schaufel und Hake. Auch das findet sie jetzt schon mega interessant. Also sie hat das gestern als erstes ausgepackt und sie hat kaum sich noch auf irgendwas anderes konzentrieren können, weil sie einfach das Set so toll fand und die ganze Zeit damit rumgespielt hat. Dann gab es da auch noch eine kleine Gießkanne zu, auch richtig süß. Und ich bin so gespannt, wie die ja damit spielen wird. Und ganz zum Schluss gab es dann auch noch eine Schubkarre. Ihre erste kleine Schubkarre. Ich glaube, die kennen auch einige. Also ich hatte so eine auch damals als Kind, aber in grün. Und ich freue mich einfach so, wenn die Kleine dann damit spielt. Ich kann mir das total gut vorstellen, wenn sie denn da dran rumläuft und Opa im Garten hilft. Genau, so sieht die eben aus. Und das waren auch alle ihre Geschenke. Also es ist nicht so viel und ich bin auch froh, dass es nicht so viel ist. Aber trotzdem ja, finde ich es toll, dass einige an sie gedacht haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und dann bis zum nächsten Mal.